meine Lieben, ich begrüße euch zu diesem neuen und coolen Unboxing, auf das ich mich schon so gefreut habe. Heute gibt es die limitierte Collector's Edition von Your Name. Und seht sie euch an, sie sieht schon von außen so mega cool aus. Oh, sie sieht so wunderschön aus und glänzt so toll, aber das gucken wir uns gleich natürlich alles in Ruhe an. Wenn ich die Folie abkriege, lass mich zu meiner Box. Ich möchte diese tolle Box angucken. So, dann gut, Zettel ist nicht angeklebt. Wir sehen hier schon direkt unsere Extras. Die Blu-ray mit original Soundtrack auf Japanisch. Video-Extras, Booklet, das Haararmband und Artcards. Das sehen wir auch nochmal hier. So, dann haben wir unsere Daten. Genau, hier nochmal die Extras. Auch wieder Textless Opening auf Japanisch und sogar auf Englisch. Filmografie, Special TV-Programm, also richtig, richtig mega viel. Das Booklet hat 100 Seiten, 4 Artcards. Dann schauen wir mal, der Film geht 106 Minuten lang, die Videos 37 Minuten, kommt auf Deutsch und Japanisch. Also wirklich, wirklich mega. Schade, dass nicht irgendwo eine Nummer steht, weil sie war ja wirklich sehr limitiert. Ich glaube aber, es gibt vielleicht noch ein paar bei Amazon. Ja, auf jeden Fall kommt das Ganze mit einer Glanzfolie und es tut so wunderschön glänzen. Also, ich bin verliebt in diese Box. Ah, und hier haben wir auch nochmal dieses Cover. Das darf natürlich nicht fehlen. Seht ihr, wie es glänzt? Es ist wunderbar. Oh, dieser Film ist zum Aufklappen, nein, Aufziehen. Mit Deckel. So. So sieht das Ganze dann aus. Kann man nicht raus tun. Und dann haben wir hier unser Armband. Kriege ich es schnell auf. Es riecht auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Und ihr hört es wahrscheinlich im Hintergrund, es regnet und gewittert ein bisschen. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr und es stört nicht zu sehr. Hier steht dann auf jeden Fall auch nochmal Your Name Official Licensed Merchandise. Sehr schön. Ist auch sehr gut verarbeitet und auch richtig dick, also schöner Stoff. Also wirklich richtig schön. Gut gemacht auf jeden Fall. So, ich weiß gar nicht, mit was wir weitermachen sollen. Himmel, Himmel. Oh Gott, so viel Zeug. Hier haben wir noch einen Flyer zum Manga, den ich mir auch noch holen muss. Und natürlich die Novel. Ja. Hatten wir erst letztens, ne? So viele Mangas, so wenig Zeit, ne? So, dann haben wir auf jeden Fall hier unser Booklet. Wie gesagt, 100 Seiten. Ist mega dick. Wir gucken mal schnell ein bisschen rein. Ich kann euch jetzt natürlich nicht alles zeigen. Es würde den Rahmen sprengen. Aber hier Interviews, Gesprächsrunden, Illustrationen, Vorproduktion, Materialien und ein Q&A mit Makoto Shinkai. Also scheint wirklich sehr ausführlich zu sein. Beziehungsweise ja, es ist sehr ausführlich. Wenn es 100 Seiten sind, ist ja klar. Hier haben wir Skizzen. Hier die Illustrationen. Gucken wir uns mal ein paar an. Also richtig gute Arbeit auf jeden Fall. Und hier noch das Q&A. Auch richtig gut gemacht. Scheint auch ein richtig langes Q&A zu sein. Also hat einige Seiten. Und dann nochmal der Cast. Auf jeden Fall mal gucken, ist da noch das Q&A, ja. Und nochmal die Rückseite. Huiuiuiui. So. Dann kommen wir zu unseren Scheiben. Also es ist einfach richtig schön. So. Und immer dieser wunderschöne Himmel. Schauen wir uns erstmal die Artcards an. Sind eigentlich eher Postkarten. Aber so schön. Schaut sie euch an. Ist einfach so schön gemacht.
freue mich richtig darauf, den Film nochmal zu schauen. Er läuft ja auch zum Beispiel auf der Animagic. Da werde ich ihn auf jeden Fall nochmal schauen mit meinem Freund. Den kann man einfach nicht oft genug schauen. So, dann haben wir hier wahrscheinlich unseren Film. Your Name, gestern, heute und für immer. So war. Dahinter haben wir das hier. Also, ich bin verliebt, wirklich. Und dann hier nochmal wahrscheinlich die Extra-Videos. Und dann haben wir einen wunderschönen Wolkenhimmel. Und so sieht das Ganze nochmal von hinten aus. Ich bin begeistert, wirklich. Also, so viel hat natürlich eine Stange Geld gekostet, aber ich meine, schaut euch die Box an, dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bin mal interessiert und gespannt, wie ihr den Film fandet. Würde mich echt interessieren. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Also, ich kann schon verstehen, dass er so gehypt wurde und wird, aber nach dem Film, als ich im Kino war, dachte ich mir so, okay, ja, ich verstehe den Hype, aber dass er jetzt wirklich so erfolgreich war und sogar eine Ghibli-Filme überholt hat, einige davon, so gut fand ich dann auch nicht, aber er ist auf jeden Fall wirklich sehr schön. Ja, das war dieses Riesen-Unboxing, dieses riesengroße Unboxing, was richtig schön war. Und damit bin ich auch am Ende. Wie gesagt, ich bin begeistert. Ich hoffe, euch gefällt es genauso sehr wie mir. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal. Bis dann.